Ja, ich bin Luise. Ich bin tatsächlich quasi die große Schwester von Werkhaus. Also ich bin 91 geboren und meine Eltern haben 92 Werkhaus gegründet, so wie es jetzt besteht. Wir machen zum einen Teil Sonderanfertigung für Kunden, also für große Kunden Europa oder auch weltweit. Was aber deutlich bekannter ist von uns, sind unsere Büro-Organisationsartikel aus einem nachhaltigen Material, aus MDF, also recyceltem Holz. Bei dem ersten Projekt, das war dieser Kunstkubus, den wir gebaut haben für das Lunatic. So ein großer Pavillon, der von Künstlern bespielt werden kann. Durch diese erste Kooperation sind halt immer mehr Sachen entstanden. Wir sind gerne kreativ und nachhaltig und das sind einfach Punkte, die beim Lunatic immer ganz oben auf der Liste stehen. Und das passt einfach zusammen. Ich war immer schon als Teenie auf dem Lunatic. Da war das noch neben dem Vamos so das erste Festival, wo man eigentlich so als Teenager war hier in der Region. Für mich ist es so ein bisschen so ein Familien- und Freunde-Festival geworden. Nicht unbedingt, dass es so viel riesiger wird. Ich glaube, das ist aber auch nicht das, was damit passieren muss, wie bei anderen Festivals. Ich glaube, das ist immer so der Fokus darauf, immer mehr Leute damit zu begeistern. Das Lunatic ist halt so vom Fokus her auf die Nachhaltigkeit gesetzt. Und das heißt ja auch in manchen Sachen, dass man nicht so riesig ist und nicht alles platt trampelt wie auf dem Hurricane. Ich wünsche mir natürlich, dass wir weiterhin gerne mit dem Lunatic zusammenarbeiten. Wir sind gerne dabei. Das heißt, gebt das gerne immer weiter an die nächsten Teams, die am Festival-Tisch sitzen, an der Planung sitzen